Herzlich willkommen zu meiner Videoreihe zum Thema Einführung ins Mindmapping. Und jetzt wollen wir uns um die Anwendungsmöglichkeiten von Mindmaps kümmern, uns damit beschäftigen. Eine Möglichkeit ist sicherlich das sogenannte Brainstorming. Das heißt, man hat ein Thema und überlegt sich dann, was könnte zu diesem Thema passen? Was weiß ich schon? Welche Ideen habe ich dazu? Und dann bieten sich Mindmaps dann anschließend dann natürlich besonders gut an diesem Ideenfindungsprozess dann. Dazu sind sie dann geeignet, um Ideen dann auch zu sortieren und zu bewerten. Das heißt, man gibt dann eine entsprechende Bedeutung vor. Wenn ich hier zum Beispiel zum Thema Anwendungsmöglichkeiten von Mindmaps arbeite, dann habe ich hier eine Möglichkeit des Brainstorming und viele andere Möglichkeiten. Und damit in Verbindung mit dem Brainstorming bringe ich dann zum Beispiel Ideen finden. Das heißt, ich kann Ideen dann auch ordnen und sortieren. Eine andere Möglichkeit ist, als Anwendungsmöglichkeit von Mindmaps ist das Lernen. Ich kann hier einen Lernstoff sehr übersichtlich darstellen und kann auch Zusammenhänge darstellen. Also in dem Fall, wenn ich etwas über Mindmaps lernen möchte, könnte ich hier wieder verschiedene Begriffe einführen und dann auch Zusammenhänge aufzeigen, indem ich eben hier diese Gewichtungen durchführe, nämlich eben Oberbegriffe habe und weiterführende Begriffe dann anfüge. Lernstoff kann besser gespeichert und besser abgerufen werden. Durch diese Gestaltung der Mindmaps ermöglicht es einem, eben dieses Wissen besser festhalten zu können und wieder auch besser dann sich daran erinnern zu können. Ich kann, was das Lernen betrifft, auch sehr gut Unterlagen zusammenfassen. Wenn ich ein Buch lese, einen Text lese, einen Artikel lese, kann ich den mit Hilfe von Mindmaps zusammenfassen und dann relativ rasch auf diese Informationen wieder zurückgreifen. Wenn ich also ein Buch habe, zum Beispiel von 200 Seiten, kann ich dieses Buch mit ein paar Mindmaps zusammenfassen, im Idealfall vielleicht sogar mit einer einzigen Mindmap und muss nicht wieder dann das Buch mit all den unterstrichenen Begriffen vielleicht dann wieder durchblättern, sondern alles auf einem Blatt letztlich. Es eignet sich zur Analyse eines Lernstoffes. Ich kann, wenn ich diese Mindmap betrachte, Schwerpunkte auf einen Blick erkennen. Die Oberbegriffe sind die Schwerpunkte, die wichtigsten Begriffe, die ich mit dem Lernstoff in Verbindung bringe. Und die Zusammenhänge wiederum kann ich erkennen. Im Einsatz mit Schülerinnen und Schülern sind Mindmaps insofern ganz günstig, wenn Schülerinnen und Schüler so eine Mindmap zusammenfassen, erkennt man sehr gut, wie die Schülerinnen über einen bestimmten Sachverhalt denken. Das heißt, ob sie schon es verstanden haben, dass manche Dinge wichtiger sind als andere Dinge. Man sieht, ob sie Zusammenhänge erkannt haben. Und dadurch ist das Betrachten von Mindmaps für Schülerinnen und Schüler in mehrfacher Hinsicht positiv. Sie lernen den Stoff besser kennen, erschließen sich selber eine Struktur und man kann dann auch, wenn man darauf blickt, dann erkennen, wie gut sie diesen Stoff dann verstanden haben. Wenn dieser Stoff dann verglichen wird, wenn die Mindmaps verglichen werden unter den Schülern, können die Schülerinnen und Schüler auch voneinander dann auch profitieren, indem sie dann eben sehen, ah, der sieht das so und so könnte man das ja auch sehen, diesen Stoff. Dann natürlich haben Mindmaps einen großen Vorteil, was die Weitergabe von Wissen bedeutet. Man kann mit Hilfe von Mindmaps etwas präsentieren, man kann also etwas darstellen, wie ich es jetzt gerade mache und man kann natürlich diese Mindmaps dann auch weitergeben und wenn sie sehr aussagekräftig formuliert wurden, gibt es hier auch Möglichkeiten, dass man dann Wissen einfach durch Betrachten einer fremden Mindmap dann auch sich erschließen kann. Die Verteilung der Mindmaps hier zum Beispiel über Druck, über das Veröffentlichen einer Webseite, eine E-Mail oder einem Cloud. Dann dienen sich Mindmaps auch zur Mitschrift und zum Aufzeichnen von Vorlesungen zum Beispiel, Unterricht und dergleichen mehr. Und mit dieser Mitschrift hat man, mit dem Blick auf diese Mitschrift in Form einer Mindmap, hat man sehr rasch dann wieder die wichtigsten Inhalte präsent, wenn man sie benötigt. Und sie helfen einem auch im Problemlösungsprozess. Das heißt, wenn man eine Mindmap gestaltet und dann Oberbegriffe einführt, was, wann, wo, wozu, benötigt das Wissen, hat man schon vorstrukturiert eine Mindmap und kann dann diese Unterbegriffe einfügen, wenn es darum geht, bestimmte Probleme dann zu lösen. Das ist aber nur ein kleiner Ausblick auf die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von Mindmaps.